Ja, guten Morgen und herzlich willkommen heute zu unserem Live-Webinar mit dem Thema UDP 7. Und heute schauen wir uns die VMware vSphere 7.0 Integration an. Mein Name ist Dennis Rotsch, ich bin bei Axofia hier als Pre-Sales Consultant tätig und werde Sie heute durch dieses Webinar begleiten. Und Sie sind wie immer alle auf stumm geschalten. Das heißt, sollten Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie das gerne im Chatbereich jederzeit stellen und ich würde zum Schluss dann gerne Ihre Fragen beantworten. Sowie habe ich Ihnen die Präsentation, die Sie heute sehen, als auch noch ein PDF-Dokument in den Handout-Bereich mit beigelegt, den Sie sich dort herunterladen können. Und ja, wie immer wird die Session auch aufgezeichnet und später über unseren YouTube-Kanal veröffentlicht, sowie über unsere Webseite und Ihnen natürlich auch als On-Demand-Video-Link per E-Mail zugeschickt, sodass Sie es jederzeit dann auch nochmal anschauen können. Ich habe eine kleine Agenda vorbereitet, das heißt wie immer ein, zwei Worte zu uns, zu Arxiv selbst und dann wollen wir uns heute die VMware vSphere Integration im Speziellen anschauen und das möchte ich Ihnen dann ganz gerne später dann auch in der Live-Demo zeigen, damit Sie das Look and Feel auch mal sehen und ich will Ihnen noch ein paar Tipps und Tricks geben, wie man das Ganze implementieren kann in seiner bestehenden Umgebung. Und zum Schluss, wie immer, Ihre Fragen aus dem Chat beantworten. Die können Sie übrigens auch jederzeit stellen und müssen nicht erst bis zum Schluss warten, sondern ja, wie gesagt, also die können Sie jederzeit auch während des Webinars einfach stellen. Okay, dann ja, wie immer zu ein, zwei Worte über uns selbst. Arxiv, wir sind der weltweit erfahrenste Datenschutzexperte der Welt. Wir sind seit über 35 Jahren am Markt und wir verstehen uns als ein Hersteller, der Ihnen eine komplette All-in-One-Backup- und Recovery-Lösung zur Verfügung stellt, der Ihnen Datenzugriff über alle drei Plattformen gewährleistet, sprich Disk-Speicher, Tape-Speicher als auch Cloud-Speicher. Wir arbeiten weltweit mit führenden Technologieunternehmen zusammen, wie eine Microsoft, Amazon, VMware und viele mehr. Sowie sind wir ein 100-prozentiges Channel-Unternehmen. Das heißt, wir haben in dem Sinne keinen Direktvertrieb, sondern vertreiben unsere Software und Hardware und auch Cloud-Lösungen ausschließlich über Partner in den jeweiligen Ländern. Okay, dann ja, schauen wir uns einfach mal die VMware vSphere Integration an und dabei geht es im Speziellen um die ja, Host-based agentenlose Sicherung, die wir auch unter anderem auch für andere Hypervisor-Systeme verwenden, die wir unterstützen. Aber heute mal im Fokus steht VMware 7.0, was ja auch vor kurzem released worden ist. Und da möchte ich Ihnen ein, zwei Worte zu erzählen, wie wir das Ganze tun, wie das Ganze integriert ist und wie wir da die Maschinen letztendlich beschützen können. Ja. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben einmal, wenn wir Backups von Maschinen durchführen, haben wir eigentlich zweierlei Methoden, was wir durchführen können. Wir können einmal über einen Agenten Maschinen beschützen, die können dann sowohl physikalisch als auch virtuell sein, oder wir können auch die Integration dieser agentenlosen Sicherung dann durchführen. Und unter anderem wird das auch VMware vSphere unterstützt, schon seit vielen Jahren und jetzt auch für die Version 7.0. Und was wir dort tun ist, wir gehen her und greifen vom Backup-Server oder vom Proxy auf die vSphere-Umgebung zu. Das kann ein einzelner ESX-Host sein, das kann aber auch ein komplettes vCenter sein und greifen über die sogenannte Storage-API auf die ja, VMware-Umgebung drauf zu und sind auch in das jeweilige Changelog-Tracking von VMware mit angedockt und ermitteln im ersten Step einmal, welche Datenblöcke haben sich verändert an der Quelle. Wir gleichen das über Hashes mit unserer Dedup-Datenbank ab und dann dabei ermitteln wir, welche Datenblöcke, die sich geändert haben, haben wir schon bei uns in der Datenbank und welche Datenblöcke haben wir noch nicht. Und die Datenblöcke, die wir noch nicht haben, das geben wir als Request zurück an unseren Proxy und sagen dem bitte, transportiere mir die Daten von diesem VMware-Host bitte auf mein Backup-Target. Ja? Und das ist letztendlich unsere quellseitige Deduplizierung und das unterstützen wir auch für VMware-Systeme und jetzt auch für VMware 7.0-Systeme und das Ganze auch agentenlos natürlich, so dass Sie auch keinerlei Anwendungssoftware auf den Systemen oder Agenten ausrollen müssen, um diese Maschinen als VM dann zu beschützen. Ja, des Weiteren führen wir natürlich auch anwendungskonsistente Backups durch, wenn Sie zum Beispiel einen Exchange-Server und einen SQL-Server auf einem
auf diesem Host betreiben, können wir diese entsprechend auch mit beschützen, als auch sind wir in der Lage dazu, in diese Image-Sicherung reinzuschauen und auch granulare Restores durchzuführen, sodass Sie auch sagen können, okay, ich möchte jetzt hergehen und vielleicht ein einzelnes Verzeichnis oder einen Ordner von dieser einzelnen VM bitte direkt auch in diese VM halt zurücksichern, ohne dass Sie eine Art Software oder irgendwas in dieser VM installieren müssen, um Restore in die originale Lokation durchführen zu müssen. Ja. Und der Support für VMware vSphere 7.0 ist ab UDP 7.0 Update 2 implementiert und ein Patch gibt es noch dazu, das betrifft allerdings nur die Linux-Systeme oder diesen jeweiligen Linux-Backup-Server und zwar werde ich gerne die Funktionalitäten Assured Recovery oder Instant VM für Linux-Systeme auf einem vSphere 7.0 System als Ziel verwenden möchte, der müsste bitte dann diesen entsprechenden Patch runterladen mit der Nummer 2021 von unserer Webseite und den entsprechenden auf dem Linux Backup-System dann installieren, um das durchzuführen können. Machen Sie rein Windows-Systeme oder haben Sie, möchten Sie ein Virtual Standby machen oder einfach Backup und Recovery von Ihren Systemen oder auch für Windows-Systeme, dafür braucht man den Patch nicht. Das läuft out of the box mit UDP 7.0 Update 2 einfach mit. Ja. Ja, aber was ich noch gerne sagen wollte zur Backup-Infrastruktur, man sieht es hier auf dem Bild so ein bisschen. Wir haben hier unseren Recovery-Point-Server, der ist jetzt hier als einzelner Server dargestellt. Und in diesem Beispiel ist es jetzt so, dass wir, wenn wir eine VMware-Umgebung sichern möchten, dann brauchen wir auch immer einen sogenannten Proxy-Server. Und der Proxy-Server ist letztendlich ein Windows-Server, auf dem unser UDP-Agent drauf installiert wird. Und dieser UDP-Agent fungiert dann als Proxy und greift dann auf diese VMware-Umgebung drauf zu und holt uns die Datenblöcke und kopiert die von A nach B. Das kann man so machen wie in diesem Beispiel, dass der Recovery Point Server auch gleichzeitig der Proxy ist. Aber es gibt halt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn Sie eine größere Umgebung haben, dann könnte man auch beispielsweise hergehen und sagen, okay, ich habe vielleicht einen sehr performanten RPS-Server mit einem sehr performanten Dist-Array vielleicht im Backend. Und davor setze ich mir einfach zwei weitere Server, wo ich dann den UDP-Agenten drauf installiere und benutze diese dann als Proxy, um die Daten noch möglichst schneller dann von den jeweiligen VMware-Farmen dann halt zu transportieren auf das Backup-Device. Das ist ebenfalls möglich. Gut, und dann wollte ich auch nochmal auf die Möglichkeit von sogenannten Hardware-Snapshots hinweisen. Und zwar haben wir die Integration ja für VMware-Systeme, beispielsweise für HP3-Paar, Nimble, NetApp ist mit implementiert, um ja, dann direkt von einem Storage-Array dann halt die Backups durchzuführen. Und vielleicht noch mal einmal ein, zwei Worte dazu, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Software-Snapshot und einem Hardware-Snapshot? Schauen wir uns vielleicht mal den Weg einfach mal an. Wenn ich jetzt einen Software-Snapshot durchführe, dann gehe ich hier von dem Backup-Server, der vielleicht in diesem Beispiel auch mein Proxy-Server ist, greife ich direkt auf den Hypervisor drauf zu, trigger den an, trigger dort einen Snapshot an und hole mir die Datenblöcke sozusagen dann von dem Hypervisor über die Hypervisor-Schnittstellen, über das Hypervisor-Netzwerk vielleicht dann auch auf mein Backup-System dann halt drauf. Und das ist auch in der Regel eigentlich kein Problem, aber wenn Sie jetzt vielleicht häufiger am Tag Backups durchführen möchten oder auch Backups durchführen möchten, wenn auch noch User auf den Systemen arbeiten, dann kann das natürlich dazu führen, dass die Performance dadurch dann auch beeinträchtigt werden, logischerweise, wenn Sie dann Backups mehrfach über den Tag hinweg durchführen. Und dafür gibt es dann die sogenannten Hardware-Snapshots und da können Sie in UDP einfach Ihr Storage-Array bekannt machen und den Backup-Plan auf Hardware-Snapshot konfigurieren. Und dann machen wir Folgendes. Wir gehen her und umgehen dann hier sozusagen den Hypervisor, weil die VMs liegen ja dann auf dem Storage-Array drauf. Und greifen dann direkt auf das Storage Array drauf zu und holen uns die Datenblöcke dann vom Storage Array auf das Backup-System. Das heißt, der User wird an dieser Stelle deutlich weniger beeinträchtigt bei seiner normalen Arbeit und Backups laufen in der Regel auch deutlich performanter als direkt über den Hypervisor.
Ja, und Ports sind manchmal auch hin und wieder ein Thema, deswegen habe ich das gerne nochmal hier in die Präsentation mit reingefügt und hier heute mal als Beispiel von einem komplett verteilten, von einer komplett verteilten Umgebung. Das heißt also, ich sage mal so, in kleineren Umgebungen haben ja viele Kunden von uns die UDP-Umgebung auf einem Backup-Server installiert. Aber wenn es dann in etwas größere Umgebung reingeht, macht es ja auch Sinn, das Ganze dann zu trennen. So wie in diesem Beispiel habe ich eine UDP-Konsole, die vielleicht separat auf einem System installiert wird. Ich habe einen separaten Proxy-Server und ich habe irgendwo meinen RPS-Server. Und ich wollte Ihnen hier einfach nochmal darstellen, welche Ports wir an welcher Stelle denn halt verwenden, weil hin und wieder kommt auch die Frage, weil manchmal die Systeme oder das Backup-Netzwerk vielleicht hinter einer Firewall steht und das gilt dann halt dabei zu beachten. Das heißt also einmal die UDP-Konsole kommuniziert ja mit unserem Proxy-System über die Ports 8014, 8015. Des Weiteren verwenden wir die Ports TCP 135, 4445. Für das Admin Share, weil wir müssen in der Lage sein, ja auch, wir haben ja eine Deployment-Funktionalität drin, sodass Sie aus der UDP-Konsole heraus die Agenten aktualisieren können und updaten können oder auch erstmal die erste Installation durchführen können. Und dafür wird es entsprechend benötigt, sowie der Proxy-Server, der greift ja auf den jeweiligen ESX-Host dann drauf zu, über diese Ports kann das passieren. Und transportiert die Daten dann zu unserem Ziel-Recovery-Point-Server. Und dort werden in der Regel drei Ports verwendet in dieser Port-Range für den Datentransfer zuzüglich der Port für den Agenten selbst, das ist der 8014er, um die Daten von A nach B dann zu transportieren. Okay. Wenn Sie möchten, wie gesagt, ich habe Ihnen das Ganze ins Handout mit reingepackt, dann können Sie sich als PDF-Dokument runterladen, dann haben Sie diese Übersicht auch einmal für sich dann einmal da. Ja, vielleicht ein wichtiger Punkt noch, wenn Sie VMs in die Umgebung importieren, dann kann man das machen, indem man einfach hergeht über den VMware Host einfach geht, wenn Sie jetzt ein einzelnes ESX-Host haben oder wenn Sie jetzt ein vCenter haben, können Sie auch die vCenter-Adresse angeben und das Ganze dann darüber dann in die Konsole importieren. Eins würde ich Ihnen allerdings immer empfehlen, dass Sie bitte immer darauf achten, wenn Sie eine VM von einem VMware-Host oder von einem vCenter haben, bitte importieren Sie das immer über den gleichen Weg in die UDP-Konsole. Das heißt also, verwenden Sie immer entweder die IP-Adresse oder den Namen oder den Full Qualified Domain-Namen. Bitte gehen Sie nicht her und mischen Sie das und importieren Sie das einmal über die IP-Adresse oder einmal über den Namen. Das führt sonst dazu, dass Lizenzen doppelt gezählt werden, weil wir lizenzieren ja nicht die einzelnen VMs, sondern wir lizenzieren ja den Host und die jeweiligen CPU-Sockel in der Regel. Und gehen Sie jetzt her und importieren eine VM von einem Host mal über die IP-Adresse und irgendwann mal über den Namen, dann denkt UDP, das sind zwei verschiedene Systeme und würde dann auch Ihre Lizenzen dann doppelt verbrauchen. Also bitte darauf achten. Und auch es kann ja auch sinnvoll sein, wenn Sie zum Beispiel einen Active Directory Server auf Ihrem VMware Host betreiben, dass man den dann auch über den UDP-Agenten dann entsprechend sichert, damit wir auch das Active Directory konsistent wegsichern können. Wenn Sie dann auch eine agentenbasierte Sicherung durchführen, würde ich Ihnen trotzdem immer empfehlen, importieren Sie diese VM einmal in die UDP-Konsole, in die Node-Liste über den Host, damit die Zuweisung dieser VM zu einem Host gegeben ist und danach können Sie dann hergehen und die Maschine in einen Plan hinzufügen. Das kann dann auch ein agentenbasierter Plan dann ganz einfach sein. Ja? Haben Sie diese Zuweisung nicht drin? Das heißt, dann würde UDP auch denken, ah, das ist ein einzelner physischer Server und würde dann auch dann die Lizenzen für diese einzelne VM dann halt auch nochmal mit extra verbrauchen, weil die Zuweisung einfach in der Konsole nicht gegeben ist. Also da bitte immer drauf achten. Und des Weiteren würde ich Ihnen auch immer empfehlen, beim Importieren einer Maschine in die UDP-Konsole kann man hier unten einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben. Und das brauchen wir zum Beispiel um Pre-Flight-Check durchzuführen oder vielleicht auch anwendungskonsistente Backups dann durchzuführen, wenn Sie jetzt eine SQL-System betreiben oder dass wir auch zum Beispiel wie so eine Log Truncation durchführen können. Dafür ist das wichtig.
Haben Sie das einmal beim Importieren vergessen, ist es nicht weiter schlimm. Sie können auf jeden Node nochmal draufgehen und das später dann nochmal ganz einfach nachtragen. So, und dann gibt es immer noch mal Fragen zum Sicherungsschema. AXA UDP ist eine inkrementell für immer Backup-Lösung. Das heißt, wir machen einmal ein Full Backup und sichern danach inkrementell für immer weiter. Doch es kann dann wieder mal Situationen kommen, wo UDP dann zu einer Überprüfungssicherung oder zu einem Full Backup dann switcht. Ja? Schauen wir, ich habe hier mal ein paar Beispiele aufgeführt. Das heißt also, in den meisten Fällen machen wir in diesen Beispielen eine inkrementelle Sicherung weiter. Das heißt also, wenn Sie einen Failover haben, eine Maschine wird auf Host 1 betrieben und wird dann auf Host 2 geswitcht und wird dann auf Host 2 betrieben. Das merkt UDP und macht dann auch ein inkrementelles Backup weiter, genauso wie bei einem Switchover oder bei einer Migration. Wenn Sie allerdings eine Storage-Migration durchführen, dann würde UDP das merken und automatisch auch eine sogenannte Überprüfungssicherung durchführen. Das heißt, es werden alle Quelldatenblöcke nochmal mit dem Ziel abgeglichen, um wirklich sicher zu sein, dass auch alle Datenblöcke dann eins zu eins dann konsistent sind. Ja. Und ja, die weiteren Beispiele können Sie hier sehen. Ich habe aber noch eine weitere Liste vorbereitet, und zwar, was passiert zum Beispiel, wenn mal alles nicht so glatt läuft, ne? Das heißt also, wann springt UDP zu einem Verify-Backup oder zu einem Full-Backup um? Ja? In einem Beispiel ist es zum Beispiel so, wenn Sie ein Cluster-Node, ist ein Fehler aufgetreten, zum Beispiel ein Hardware-Fehler oder ein Stromausfall oder ein Netzwerkfehler oder ähnliches, würde UDP das merken und dann auf einem Verify oder einem Full-Backup schwenken. Das Gleiche gilt auch, wenn es Probleme mit dem Changelog-Tracking-Treiber gibt, ne? Also das heißt, ist er abgestürzt oder läuft nicht richtig oder da hat irgendwelche Probleme, würde UDP das auch merken, weil das ist ja essentiell, dass diese Technologie halt funktioniert, damit die Backups halt auch konsistent sind. Und gibt es dort irgendwelche Probleme, gehen wir auf Nummer sicher und führen dann entweder ein Verify oder ein Full Backup dann an dieser Stelle dann halt durch. Das Gleiche passiert auch, wenn Sie während des Backups ein Cluster-Node hinzufügen oder entfernen oder eine Storage-Migration durchführen. Oder wenn Sie das Ziel logischerweise ändern, dann wird kein Verify-Backup durchgeführt, sondern logischerweise dann auch ein Full-Backup. Ja? Oder wenn Sie auch hergehen und an dem Ziel irgendwas verändern. Das heißt, wenn Sie die Verschlüsselung verändern oder die Komprimierungsvariante verändern oder ähnliches, dann wird immer ein Full-Backup dann an dieser Stelle dann durchgeführt. Okay, ja, und dann vielleicht noch ein Registry-Eintrag, den ich Ihnen ans Herzen legen möchte. Und zwar, wir haben standardmäßig sichert UDP über den Proxy ja vier gleichzeitige Knoten von dem VMware-Host. Wenn Sie jetzt ein sehr performantes System im Backend haben, können Sie das Ganze natürlich hochstellen. Ich habe Ihnen hier mal den Registry-Key hingeschrieben. Das heißt, an dieser Stelle können Sie dann über diesen Registry-Key dann auch beeinflussen, wie viele Maschinen von einem Host gleichzeitig gesichert werden können. Gut, und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich gebe Ihnen dazu mal meine Live-Umgebung frei. So, ich hoffe, das kann man sehen. Ich mache Ihnen das hier mal ein bisschen größer. Da wollen wir hin. So, ich hoffe, das ist jetzt besser zu sehen bei Ihnen, wenn ich das ein bisschen zoome an der Gegenstelle. Und ja, was wir jetzt hier sehen, das ist die zentrale AXA of UDP-Konsole. Und ich möchte jetzt einmal mal zeigen, wie wir dann das VMware anbinden. Und zwar an der einen Stelle gehen wir jetzt mal her und richten gemeinsam einen UDP-Backup-Plan ein. Bevor wir das machen, gibt es allerdings zwei Varianten. Wir können jetzt hergehen und die Nodes von diesem VMware-System einmal über den Plan direkt in den Plan importieren. Dann wird es auch gleich der Konsole
hinzugefügt werden. Oder ich kann hier auch in der Konsole hergehen und hier an dieser Stelle schon mal sagen, ich möchte meine Systeme dann einfach über das Add Node in meine Konsole dann importieren. Das heißt also, an dieser Stelle habe ich dann hier die Möglichkeit, dann zu meinem einzelnen ESX-Host oder zu meinem VMware, zu meinem vCenter dann eine Verbindung aufzubauen und die Nodes entsprechend einzulesen und dann in die Konsole dann zu importieren. Mein VMware 7-System ist noch super klein. Ich habe hier ein einzelnes ESX-Host, wo ich eine Maschine drauf betreibe und die könnte ich jetzt hier einfach nehmen und in der Konsole dann importieren. Und hier unten, das ist das, was ich in der Präsentation gezeigt habe. Hier bitte dann immer die entsprechenden Kennwörter dann mit eingeben, sodass wir dann auch in diese Maschine mit reingreifen können. Okay, so und jetzt sieht man auch ganz schön, ich klappe das hier mal beiseite. Da ist jetzt meine Maschine und diese Maschine ist jetzt diesem Host hier zugewiesen mit dieser IP-Adresse. Ich habe es also über die IP-Adresse importiert und darüber wird dann auch die Lizenzierung dann abgewickelt. Das heißt, UDP weiß jetzt, aha, das ist eine VM, weil die läuft auf einem Hypervisor mit dieser Adresse und wir zählen dann letztendlich die Sockels von diesem Hypervisor für die Lizenzierung. So, und dann gehen wir mal in die Pläne rein und jetzt legen wir uns mal einen Backup-Plan an. Muss sagen, jetzt ist es doch ein bisschen zu groß hier. Und hier führe ich dich einfach einen neuen Backup-Plan ein und den nenne ich jetzt VMware. Und als Task-Typ wähle ich jetzt hier eine sogenannte Host-Based Agentless-Sicherung dann aus. Und hier werde ich dann darauf aufgefordert, erstmal einen sogenannten Backup-Proxy zu hinterlegen. Und in meinem Falle ist es so, ich verwende jetzt hier meinen Backup-Server selber als Proxy. Das heißt, ich benutze den UDP-Agenten, der auf dem Backup-Server läuft, um mit dem jeweiligen VMware-System zu kommunizieren und die Daten von A nach B zu transportieren. Wer möchte, kann auch gerne ein abgesetztes System dafür verwenden oder mehrere abgesetzte Systeme dafür verwenden. Das funktioniert genauso. So, und dann gehe ich einfach her und hier möchte ich Ihnen auch gerne nochmal die Integration zeigen. Und zwar an dieser Stelle wähle ich dann einfach die Verbindungsdaten von meinem Host aus. Sie können hier natürlich dann auch die vCenter-Adresse eingeben, sofern Sie eine haben. Und hier möchte ich nochmal ein, zwei Worte zu der sogenannten Auto-Protection dann ja, verlieren. Und zwar in meinem Fall ist es so, ich habe ein einzelnes ESX-Host hier an dieser Stelle. Das heißt, wir können eine sogenannte Auto-Protection hier aktivieren, indem ich hergehe und den kompletten Host hier an dieser Stelle markiere. Das heißt, UDP ist dazu in der Lage, dann diesen Host zu überwachen und immer dann, wenn Sie neue Maschinen zu diesem Host hinzufügen, erkennt das UDP automatisch und nimmt diese Maschine in das Backup dann mit auf. Ja? Und wenn Sie ein vCenter haben, dann funktioniert das noch viel besser. Und zwar dann können Sie sogenannt auf die Container oder auf Tags drauf zugreifen. Und dann können Sie hergehen und zum Beispiel sagen, ich habe in meiner VMware-Farm habe ich zum Beispiel einen Tag. Da habe ich jetzt meine Systeme drin, zum Beispiel meine File-Server. Ja? Und dann kann man hergehen und sagen, okay, ich baue mir jetzt hier einen UDP-Backup-Plan, der heißt VMware für meine File-Server. Und immer dann, wenn Sie einen neuen File-Server beispielsweise in diesem Tag oder in diesem Container in VMware hinzufügen, merkt das UDP und fügt das automatisch den Backup-Plan mit hinzu, der vielleicht einmal am Tag läuft. Ja? Und dann haben Sie vielleicht noch einen weiteren Tag oder einen Container in VMware für Ihre Systeme, die Sie viel häufiger sichern möchten, vielleicht wie Ihre SQL-Datenbankensysteme. Und diese können Sie auch wieder mit einem UDP-Plan dann verbinden und sagen, okay, die sichere ich nicht nur einmal am Tag, sondern die sichere ich vielleicht alle 2 Stunden, um da einfach nochmal eine höhere Verfügbarkeit dann an dieser Stelle zu gewährleisten. Und immer dann, wenn Sie sozusagen Maschinen in diesen Tags hinzufügen, merkt das UDP und fügt das automatisch in dem Backup-Plan in der jeweiligen Policy dann mit hinzu. Und
kann es hier leider live nicht zeigen, aber hier können Sie dann auf diese Tags oder VMs dann einfach umschalten, sofern Sie dann welche haben. Und er zeigt Ihnen das an. Das geht bei dem einzelnen ESX-Host logischerweise nicht. Gut. So. Und das heißt, ich beschütze jetzt hier an dieser Stelle den kompletten Host an dieser Stelle. Wer möchte, kann auch hier Exclusions definieren. Dann müssten Sie allerdings die VMs einzeln in den Plan hinzufügen. Dann haben Sie die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte auch Ausschlüsse definieren und zum Beispiel zu sagen, ich möchte Laufwerk D von diesem Server einfach nicht mitsichern. Ne? Gut, ein etwas neueres Feature, was wir mit UDP 7 Update 1 hinzugefügt haben, ist diese Backup-Traffic, diese Schaltfläche für das Backup-Traffic. Das ist letztendlich dafür da, wenn Sie zum Beispiel Ihrem VMware-System mehrere Netzwerkkarten geben, zum Beispiel eine Netzwerkkarte für das produktive Netzwerk und eine für das Backup-Netzwerk, gibt es jetzt die Möglichkeit, das hier zu aktivieren. Und wir sind dazu dann in der Lage, dann auf diese verschiedenen Netzwerksegmente darauf zuzugreifen und zu sagen, okay, bitte transportiere mir meine Daten immer über dieses Netzwerkinterface auf mein Backup-System dann halt drauf. Mein Beispiel, ich habe jetzt hier nur eine Netzwerkkarte verbaut in meinem Vorführsystem, aber ansonsten könnten Sie das ja auswählen und dann explizit sagen, über welche Netzwerkkarte das Ganze dann transportiert werden soll. Und hierbei ist Folgendes zu beachten: Bei einem agentenlosen Backup ist der Weg zu dem Backup-Ziel ja nicht direkt von A nach B, sondern immer über den Proxy und dann zu dem jeweiligen Backup-Target hinauf. Und das ist zu beachten und deswegen haben wir hier auch diese Meldung mit eingebaut. Das heißt also, das ist jetzt hier die Verbindung Proxy-Server und Hypervisor, wo ich das entsprechend dann aktivieren kann. Und dann der Weg von dem Proxy-Server zum Backup-Server selbst, der wird hier immer am Ziel eingestellt und kann hier dann auch gesagt werden, okay, ich möchte bitte dieses Netzwerkinterface verwenden von dem Proxy-Server zu unserem Recovery-Point-Server herauf. Ja. Gut, soweit. Ich habe kein separates Backup-Netzwerk, deswegen schalte ich das jetzt hier mal ab. Dann gibt es hier noch so zwei Schaltflächen, die jetzt hier VMware betreffen. Das ist einmal die Stilllegungsmethode. Das würde ich Ihnen eigentlich immer empfehlen, dass Sie das in den VMware-Tools hier lassen. Es gab vor langer Zeit mal in einem alten VMware-Stand ein Problem mit dieser Stilllegungsmethode. Deswegen haben wir diese alternative Möglichkeit über Maus VSS von Microsoft noch mit hinzugefügt. Aber das, wie gesagt, das gilt nur für sehr alte Versionen, ist nicht kein Problem in UDP 7.0 als auch in VMware 7.0. Dann möchte ich allerdings noch ein, zwei Worte zu der sogenannten Transportmethode verlieren. Hier klicke ich einfach mal diese Schaltfläche an, damit das Ganze mal sichtbar wird. Und hier kann man hergehen und die Transportmethoden dann einstellen. Standardmäßig macht UDP dann ein, wenn Sie das auf Automatik lassen, ein NBD SSL. Ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie allerdings ein lokales Netzwerk haben und die Daten vielleicht über ein lokales Netzwerk vertreiben, ist ein NBD-Transport natürlich immer ein bisschen schneller, weil an dieser Stelle dann halt auch nicht verschlüsselt wird. Ja. Bei Hot Add ist es so, das setzt voraus, also das ist hier sozusagen einmal von schnell nach langsam sortiert. Das ist das langsamste und Sahne ist das schnellste. Wenn Sie hier sozusagen sagen, okay, ich präferiere jetzt NBD, NBD ist im Schnitt so um 20-30% schneller als NBD SSL. Wenn Sie ein Hot Add machen wollen, das setzt halt voraus, dass Sie auf dem jeweiligen VMware-Host eine VM betreiben, wo der UDP-Agent dann als Proxy eingestellt wird. Ja? Das heißt also, der UDP-Agent ist in einer Windows-VM installiert, die auf dem jeweiligen Host halt betrieben wird. Und diese VM ist hier oben als Proxy dann eingestellt. Und das ist das sogenannte Hot-Add-Verfahren und ist auch nochmal ein Stückchen schneller wie das NBD dann an dieser Stelle. Und wer möchte, kann natürlich auch das Backup-System dann ins SAN legen und kann dann auch dann entsprechend das Backup über den SAN halt dann durchführen.
Okay, gut. Also in meinem Fall, ich mache das einfach über NBD heute und weise das auch explizit an dieser Stelle mal hinzu. Gut, dann gehen wir mal aufs Ziel. Hier sichere ich in meinen UDP Recovery Point Server, in meinen jeweiligen Data Store rein, den ich im Vorfeld angelegt habe. Sie können alternativ aber auch für eine lokale Dist oder auf einem Shared Folder dann halt sichern. Ich würde halt immer einen Recovery Point Server bevorzugen. Das heißt, auch wenn Sie eine VMware-Fahne haben, dass Sie dann auch einen entsprechenden Backup-Server haben, wo ein UDP Data Store dann auch eingerichtet ist, damit Sie dann auch Ihre Daten besser replizieren können. Macht es an der Stelle schon Sinn, dann das Ganze mit einem Data Store dann zu betreiben. Des Weiteren verschlüssel ich meine Session hier nochmal mit einem Session-Passwort. Und in dem Schedule-Bereich, da gehe ich dann letztendlich ja und konfiguriere das Backup an dieser Stelle. Und hier steht standardmäßig ein Daily Incremental drinne. Das können wir auch out of the box lassen. Ich würde allerdings ja gehen und empfehlen, dass man sagt, okay, man hat vielleicht ein bisschen längere Retention als 7 Tage, auch gerade dann, wenn Sie vielleicht mal Daten von längerer Zeit wiederherstellen möchten oder vielleicht auch Ransomviren vorbeugen möchten, die man vielleicht dann nicht immer von einem auf den anderen Tag entdeckt, sondern vielleicht auch erst nach einigen Wochen entdeckt im Netzwerk. Macht es Sinn, dann hier auch eine längere Retention einzustellen. Was man auf jeden Fall lassen kann, ist das inkrementell als Backup-Typ. UDP macht automatisch im ersten Step ja ein Vollbackup und sichert danach dann inkrementell für immer weiter. Und in den Varianten, wo wir dann mal auf einem Verify oder auf einen Full-Backup umspringen, das hatte ich Ihnen ja vorhin in der Präsentation gezeigt, das macht UDP dann an dieser Stelle dann automatisch. Das heißt also, ich mache mal einfach Folgendes: Wenn ich die letzten 2 Wochen jeden Wochentag gerne darauf zurückgreifen möchte, dann stelle ich hier 10 ein. Ich stelle mir dann aber nochmal eine sogenannte Wochenendesicherung ein, die dann am Samstag läuft. Und da hebe ich dann 5 Samstage auf an dieser Stelle. Und damit ich noch ein bisschen weiter zurückkomme, mache ich mir dann nochmal ein Monatsbackup. Und das hebe ich dann vielleicht. Ach, was machen wir? Mal ein halbes Jahr auf, ganz einfach. Ja, und so habe ich dann hier meine Retention eingestellt und die Custom Backups oder die manuellen Backups stehen standardmäßig auf 31. Manuelle Backups sind eigentlich die, wenn Sie die mit dem Plan mal mit der rechten Maustaste einfach antriggern und sagen, okay, mach jetzt bitte ein Backup. Das sind manuelle Backups und Custom Backups sind letztendlich die Backups, die Sie unterhalb eines Tages dann halt durchführen. Da können Sie halt sagen, ich möchte zwischen 8 und 18 Uhr ein Backup beispielsweise im kürzesten Zeitabstand alle 15 Minuten durchführen und das wäre dann die Retention-Regel für diese Custom Backups. Das brauche ich jetzt hier in meinem Beispiel nicht. Deswegen, ich stelle meine Custom Backups auf die kleinsten möglichen Nenner, das ist immer 1. Und reduziere es damit herunter. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, noch zu sagen, dass Sie Kataloge erstellen möchten. Kataloge helfen eigentlich dabei, um den Restore später zu beschleunigen, wenn Sie größere File-Level-Restores durchführen. Das hilft aber auch, wenn Sie mal einzelne Dateien in diesen Backup-Imagen suchen möchten, dass Sie dann schneller sozusagen die Treffer halt bekommen. Und es macht auch Sinn, wenn Sie einen granularen Tape-Export durchführen, dass Sie dann diese Kataloge entsprechend dann auch aktiviert haben, um später die Daten dann auch granular von den Tapes wiederzuholen. Wenn Sie rein von UDP Restores machen möchten und auch granular Restores durchführen möchten, ist es nicht zwingend notwendig, dass diese Kataloge aktiviert sind. Das geht auch ohne die Katalogerstellung, die natürlich dann auch gewisse Ressourcen immer nach dem Backup benötigt. Bis diese Kataloge dann halt auch erstellt sind. Ich mache die in meinem Beispiel, aktiviere ich die jetzt heute mal nicht und gehe dann hier mal weiter in den Advanced-Bereich. Und hier sind die beiden Schaltflächen, wo Sie hergehen können und zwischen Software-Snapshot und Hardware-Snapshot umschalten können. Wo die beiden Unterschiede sind, hatte ich Ihnen ja vorweg schon vorne erzählt. Und hier können Sie dann auch einfach hergehen und Ihr Storage-Array dann ganz einfach mit hinzufügen. Und das UDP dann an dieser Stelle hier einfach bekannt machen. Ich habe jetzt kein Storage Array, deswegen lassen wir es auf Software Snapshot stehen. Und hier gibt es dann halt noch die Möglichkeiten zu sagen, dass man SQL Server oder Exchange Server, dass wir dann Truncate Log machen oder dass sie halt vor oder nach den Backups gewisse Kommandos ganz einfach als Batch oder ähnliches dann
dann halt ausführen. Gut, soweit eigentlich die Einrichtung Dist-to-Dist, also VMware auf unserem Backup-Server wäre soweit jetzt eingerichtet. Wir empfehlen ja immer nochmal, die Backups an einen anderen Ort dann auszulagern, auch nach der 3-2-1-Regel. Was hier am einfachsten natürlich ist, ist einfach hier an der Seite einen weiteren Task hinzufügen und dann einfach ein Replikat zu erstellen. Da können Sie dann sagen, okay, ich möchte meine Backup-Daten replizieren und können dann hier als Ziel einfach Ihren zweiten Recovery Point Server dann angeben und replizieren dann Ihre Backups in dieses Ziel dann halt rein. Und im Schedule können Sie hier auch definieren und beispielsweise sagen, wenn Sie gerne die gleichen Aufbewahrungsregeln haben möchten, können Sie das Ganze dann hier auch entsprechend auf der zweiten Site dann anpassen. Das kann aber auch abweichen, ne? Das unterstützen wir auch. Sie können weniger, die gleichen oder mehr haben. Das spielt eigentlich keine Rolle. Okay. Und ja, des Weiteren gibt es noch eine Variante, da möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, das gibt es das sogenannte Virtual Standby. Da haben wir auch schon seit langer Zeit eine Integration direkt in VMware in UDP mit implementiert, was auch für vSphere 7.0 an dieser Stelle geht. Und was ist Virtual Standby? Vielleicht kurz noch mal ein, zwei Worte dazu. Mit Virtual Standby können Sie letztendlich Maschinen direkt in einen anderen Hypervisor rein replizieren und den dort als Standby entsprechend dann als Standby-Maschine ablegen. Das heißt also, das ist eine Maschine, die von uns ständig sozusagen dann aktualisiert wird in gewissen Zyklen. Und im Fehlerfall gibt es die Möglichkeit, diese Maschine von diesem VMware-Host dann einfach zu starten. Und hier gibt es dann halt diese beiden Varianten, wo man sagen kann, von wo aus möchte ich diesen Virtual Standby durchführen. Das heißt, Sie können sagen, okay, ich habe in meiner Lokation 1, Backup Server 1 und habe daneben noch einen Hypervisor und repliziere von diesem Backup Server auf diesen Hypervisor drauf. Sie können aber auch von dem Replikat Server hergehen und einfach, wie wir sagen, ein Remote Virtual Standby dann durchführen. Das heißt also, Ihr zweiter Backup Server steht vielleicht in einem zweiten Brandabschnitt und wird von dort aus einfach dann hochgefahren. Diese Möglichkeit besteht an dieser Stelle dann auch. Ja. Ja, und dann geht man letztendlich her und gibt die Verbindungsdaten ein. VMware wird unterstützt, Hyper-V, auch die Cloud-Hypervisor wie Nutanix werden als Ziel hier an dieser Stelle unterstützt. Und man gibt dann letztendlich einfach die Verbindungsdaten in diese Maschine ein. So, das macht natürlich an meiner Stelle hier wenig Sinn, ne? Weil das ist auch das System, von dem ich auch sichere. Aber in Ihrem Fall, Sie hätten wahrscheinlich dann ein weiteres System, auf das Sie zugreifen würden dann und das logischerweise auf ein anderes System dann das Virtual Standby dann durchzuführen. Der Monitor-Server, der wird hier mal gefragt und der Monitor-Server ist letztendlich ein System, wo der UDP-Agent drauf installiert ist. Und der ist einfach dafür zuständig, dann auch das Heartbeat-Signal dann halt durchzuführen, weil wir sind auch dazu in der Lage, eine Quellmaschine mit UDP zu überwachen und zu sagen, okay, wenn diese nicht mehr erreichbar ist, dass wir dann ein Failover dann durchführen oder dass wir ein manuelles Failover durchführen. Diese Möglichkeiten sind auch gegeben. So, und dann kann ich auch sagen, wer soll den Datentransfer durchführen? Soll es der Monitor-Server machen oder der Proxy-Server, den ich in den Plan eingestellt habe? In meinem Fall ist es eigentlich egal, weil es ist in meinem Fall beides das Gleiche. Und ich kann mich dann mit diesem VMware-System dann ganz einfach verbinden und kann im nächsten Step dann die Maschinenkonfiguration durchführen. Was wir immer machen, bei jeder VM fügen wir ein sogenanntes Präfix davor und setzen dann den Servernamen dahinter. So, wir können Sie auf einen Ressourcenpool zugreifen. Geht bei einem einzelnen ESX-Host nicht, aber wenn Sie ein vCenter haben, wird es schon gehen. So, wie können Sie einstellen, wie viele Recovery Points sollen auf diesem Ziel-Hypervisor gespeichert werden? Ja, ich sage jetzt mal 2. Und Sie können auch die CPUs definieren. Mein Hypervisor hat nur 2, deswegen kann ich auch maximal 2 einstellen. So, wie können Sie sagen, wie viel RAM soll dem System zugeordnet werden, was dort gespeichert werden soll. So, wie können Sie auf die Data Stores drauf zugreifen und sagen,
auf welchen Data Store möchten Sie oder Sie das auf dem VMware-System entsprechend dann ablegen. Gut, und im Advanced-Bereich gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, die Heartbeat-Properties entsprechend einzustellen oder Sie halt einen E-Mail-Alert dann an dieser Stelle noch absetzen können. Okay, gut, das Virtual Standby, das würde heute zeitlich unsere Webinarzeit ein bisschen überschreiten, deswegen nehme ich den Task mal raus, aber letztendlich soweit wird die Konfiguration dann entsprechend eingestellt. Sowie, was wir auch unterstützen, sind die sogenannten Assured Recovery Tests, die Sie auch als Ziel für einen VMware-Host dann halt verwenden können. Und Assured Recovery Tests sind letztendlich automatisierte Wiederherstellungstests, die Sie in der UDP Premium-Version konfigurieren können. Und der überprüft dann einfach Ihre Maschinen auf Wiederherstellbarkeit. Das können Sie jeden Tag machen, am Wochenende oder einmal im Monat oder immer mit den letzten Recovery Points. Und dann hier in den Test-Settings entsprechend eine Instant Virtual Machine erzeugen oder eine Instant Virtual Dist. Wir gucken uns heute mal Instant Virtual Machine an, weil da ist auch die Integration mit VMware dann halt gegeben, was wir auch für vSphere 7.0 entsprechend mit unterstützen. Das heißt, was tun wir dabei? Wenn Sie eine Instant Virtual Machine erzeugen, dann gehen wir her, nehmen diese Maschine, die wir gesichert haben, wir booten die auf dem Hypervisor an, ohne diese Maschine halt auf diesen Hypervisor drauf zu kopieren, sondern die Maschine wird aus unserem Data Store gelesen und wir benutzen nur den Arbeitsspeicher und den Prozessor von dem jeweiligen VMware Host, fahren diese Maschine dort an, schauen, ob diese erreichbar ist, fahren die wieder runter, deregistrieren die vom Hypervisor und geben ihnen in einem Log-File Informationen darüber, war das jetzt erfolgreich, war es nicht erfolgreich und wenn es erfolgreich war, wie lange hat das Ganze gedauert. Ja. Das kann man dann hier entsprechend hinterlegen und die Konfiguration als solches ist dann auch relativ straightforward. Ich wähle meinen Host oder mein Cluster an dieser Stelle aus und kann dann auch sagen, in welchem Store das Ganze gespeichert werden soll, also in dem vCenter System, als auch gebe ich dann meine Proxy-Systeme an, um zum Beispiel für einen Windows-Proxy-Server und welches mein Linux-Proxy-Server, wenn ich Linux-Maschinen habe, die ich dann hier entsprechend zuordnen kann. Und ansonsten kommen wir unten zu der Netzwerkkonfiguration, wo wir dann hergehen können und sagen, in welchem Netzwerk wollen wir arbeiten. In meinem Beispiel ist es relativ klein hier, habe ich nur das eine VMware-Netzwerk, aber das könnten Sie dann hier zuordnen an dieser Stelle oder Sie fahren das Ganze ohne Netzwerk dann an dieser Stelle hoch, was ich auch immer empfehlen würde, dass es keine Kollisionen gibt im Netzwerk. Ansonsten müsste man sich über einen separaten Netzwerkbereich dann halt für diese Assured Recovery Tests dann halt Gedanken machen. Was man immer machen muss, ist einen sogenannten Cache-Files-Folder eingeben. Das brauchen wir dann logischerweise, weil jede Maschine, die hochfährt, muss irgendwo seine Auslagerungsdateien irgendwo wegschreiben. Und dadurch, dass wir das Backup in dem Data Store in dem Sinne nicht verändern, muss man immer dieses temporäre Verzeichnis angeben für diese VM-Files, die wir dann halt zum Zeitpunkt dieser Erstellung dann halt verwenden. Und ja. Ansonsten gibt es dann halt die Möglichkeit, wer möchte das mit dem Netzwerk hochfahren, der aktiviert dann diese Schaltfläche hier an dieser Stelle oder lässt es dann einfach deaktiviert und dann fährt die Maschine ohne Netzwerk dann hoch. Gut, soweit. Soweit eigentlich zu den Hauptfunktionalitäten von der Plankonfiguration in die VMware-Einstellung. Ich speichere das Ganze jetzt einfach mal ab. Und ja, wir können natürlich nicht nur hergehen und Maschinen halt sichern, sondern auch wiederherstellen. Und ich drücke jetzt hier einfach mal ein Backup an. Und lassen das eben mal schnell durchlaufen. Und ja, hin und wieder kriege ich dann immer noch mal die Frage gestellt, mit diesen agentenlosen Sicherungen, wird es auch für eine freie Version von einem VMware ESX-System unterstützt? Und
Dem ist nicht so, und zwar bei einer freien ESX-Version von VMware wird Ihnen diese sogenannte Storage-API nicht mitgeliefert. Und das ist sozusagen die Schnittstelle, wo wir als Backup-Hersteller darauf zugreifen, um diese Maschinen als solches dann wegzusichern. Und das ist einfach Voraussetzung, dass Sie da eine lizenzierte Version haben, um das Ganze dann auch so durchführen zu können. Gut. Dann schauen wir uns die Maschine einfach mal an. Okay. Also da läuft der Sicherungsjob gerade noch. Dann schauen wir uns einfach mal das Restore von einer kompletten VM an. Das ist auch möglich. Dazu gehe ich einfach mal hier auf Restore VM drauf. Und wähle dann hier die Schaltfläche Recover VM aus. Und dann habe ich hier auf der linken Seite halt einen Kalender, wo ich dann auf meine Recovery Points drauf zurückgreifen kann. Mein letzter ist jetzt von gestern, und ich habe dann hier die Möglichkeit herzugehen und einfach die ganze VM als solches dann wiederherzustellen. Diese VM habe ich jetzt zum Beispiel auf einem anderen Host halt gesichert, der hatte noch VMware 6.7 drauf, und die kann ich dann hernehmen und einfach auf einem anderen Host einfach mit UDP dann als VM direkt wieder mit herstellen. So, und dazu kann ich sagen, ich möchte das an die originale Lokation zurücksichern oder an eine alternative Lokation zurücksichern. Ja, und das mache ich jetzt ganz einfach. Mein neuer Server hat hier die Adresse mit der 181 am Ende, und ich kann mich dann mit diesem VMware-System dann verbinden. Er liest dann gleich die Informationen aus, dauert einen kleinen Moment, bis das alles eingelesen ist hier in das System. Und ja, ich habe dann die Möglichkeit zu sagen, unter was für einem Namen soll das wiederhergestellt werden. Ich habe die Möglichkeit, das abzuändern, wenn ich möchte. Sowie diverse weitere Einstellungen, auf die ich drauf zugreifen kann. Zum Beispiel auf den Resource Pool, wenn Sie ein vCenter haben beispielsweise, oder auch die Storage Policy könnten Sie mit zuweisen, oder auch in welchen Data Store die gesamte Maschine dann halt zurückgesichert werden soll. Als auch haben Sie die Möglichkeit zu sagen, oder auch diesen Virtual Disk Type dann entsprechend nochmal dann anzupassen. Ja, diese Möglichkeiten sind ebenfalls gegeben. Und ja, des Weiteren habe ich dann noch die Möglichkeit zu sagen, den Netzwerkadapter zuzuweisen, was soll damit passieren. Sowie kann ich hergehen und sagen, wenn es die Maschine schon gibt in dem Netzwerk, soll die überschrieben werden oder soll eine neue UUID erzeugt werden. Sowie können Sie hier auch wieder die Transportmethoden dann konfigurieren und beispielsweise sagen, ich möchte das über das NBD einfach wiederherstellen. Sowie kann man auch sagen, dass die Maschine nach dem Backup dann einfach angefahren wird. Ah ja, das muss ich natürlich noch machen, den entsprechenden Data Store zuweisen. Okay, mein Rechner ist hier ein bisschen busy, deswegen hinkt der so ein bisschen nach. Aber ach, da kommt er jetzt. Ah, habe ich ihm gedroht hier an dieser Stelle. So, also der Data Store muss entsprechend zugewiesen werden. Ich habe hier eigentlich nur den einen, der tatsächlich in meinem Host dann verbaut ist. Und gucken, ob er mich jetzt weiterlässt hier.
Also werden halt diese Einstellungen halt nochmal alle validiert, die ich dann halt getroffen habe, sowie muss ich dann entsprechend nochmal mein Passwort mit hinterlegen, um diese Maschinen dann halt auch wiederherstellen zu können. Gut, ja, und auf dieser Summary-List sieht man letztendlich einfach nochmal eine Übersicht, was hat man eingestellt, kann das Ganze dann nochmal überprüfen. Und wenn ich jetzt auf Finish gehe, würde dann jetzt hergehen und den entsprechenden Restore dann an dieser Stelle dann ganz einfach starten. Ja, das wird sicherlich jetzt nicht mehr fertig. Wir haben ja noch bis um 11 Zeit. Deswegen, das lassen wir einfach mal im Hintergrund laufen. Und des Weiteren, wenn ich es noch schnell schaffe, da läuft das Backup noch, aber ich hatte vorweg schon ein Backup von der Maschine durchgeführt. Also die Replizierung läuft jetzt, wie gesagt. Ich hatte ja eingestellt, dass die Maschine entsprechend nochmal zu einem weiteren Node dann halt repliziert wird. Das läuft jetzt hier im Hintergrund, dass Sie auch die Möglichkeiten haben, Granulardaten wiederherzustellen. Das heißt, Sie können in diese einzelnen Sicherungspunkte reinschauen, auch ohne die Katalogerstellung aktiviert zu haben, um dann herzugehen, um beispielsweise einzelne Dateien, Ordnern oder auch Datenbanken dann an dieser Stelle direkt wiederherstellen zu können. Und das wollte ich Ihnen eben noch zeigen, bevor ich dann gleich auch auf Ihre Fragen dann darauf zurückkommen kann. Die können Sie übrigens jederzeit im Chatbereich jetzt stellen. Ich würde dann gleich dazu kommen, die versuchen zu beantworten. Und so. Das macht man dann hier über den Reiter Browse Recovery Point oder wenn Sie hergehen möchten und wissen nicht, an welcher Stelle die Datei liegt, die Sie gerne wiederherstellen möchten, dann kann man hier auch die Wiederherstellungspunkte durchsuchen. Ich gehe jetzt hier einfach mal in diesen Browse Recovery Points rein. Und hier ist letztendlich das gleiche Spiel wie bei einem VMware Restore. Er zeigt mir dann hier in der Sicht an, wo habe ich denn wann habe ich meine letzten Sicherungspunkte durchgeführt und kann jetzt beispielsweise sagen, ich greife jetzt hier auf diesen Sicherungspunkt drauf zu und browse dann durch die Laufwerke durch, um nach meiner Datei zu suchen und dann ja, einzelne Dateien halt wiederherzustellen. Da gehe ich einfach mal her und sage, okay, ich möchte dieses Verzeichnis wiederherstellen. Und wenn ich dann noch weitergehe, habe ich die Möglichkeit zu sagen, an die originale Lokation oder an eine alternative Lokation wiederherstellen. Und ich kann auch sagen, was soll mit dabei passieren, wenn die Dateien schon existieren, einfach überspringen, umbenennen oder überschreiben. Sowie habe ich die Möglichkeit, die ACLs entsprechend wieder mit herzustellen oder nicht mit wiederherzustellen. Ja, wenn ich in den nächsten Reiter gehe, muss ich die entsprechenden Verbindungsinformationen mit eingeben, um in die jeweilige VM dann mit drauf zuzugreifen. Das heißt also, den Benutzernamen und den Passwort von der jeweiligen VM, das muss hier mit hinterlegt werden. So.
So, das dauert natürlich hier ein bisschen. Das ganze Vorführsystem läuft hier auf meinem Notebook drauf. Der ist im Hintergrund, wie Sie hier auf der rechten Seite sehen, noch ein bisschen mit der Replikation beschäftigt. Und deswegen kommt es ein bisschen zögerlich an, aber jetzt hat er es dann doch geschafft. Und ich gehe dann einfach auch weiter und führe dann einfach den Restore von dem Verzeichnis durch. Und er sichert mir das dann direkt an diese Lokation zurück. Gut soweit. Die Zeit ist schon relativ fortgeschritten. Ich gehe mal zurück in meine Präsentation und möchte noch auf ein paar Sachen darauf hinweisen. Und zwar, wie immer, noch mal einmal eine Übersicht über unsere kommenden Veranstaltungen. Was wir in der kommenden Woche haben, ist ein Bootcamp. Das richtet sich an unsere Partner und Reseller von ArcSurf. Und ich glaube, da habe ich mich in dem Tag verschrieben. Das ist nicht der 8. Juli, sondern der 9. Juli. Bitte das entschuldigen, aber es geht von 9 bis 16 Uhr. Das ist ein virtuelles Bootcamp und alle unsere Partner und Reseller haben dann bereits eine Einladung für bekommen, können sich gerne für registrieren. Und das ist letztendlich so eine Grundausbildung für ArcSurf UDP, Cloud Hybrid, ein Teil und Appliance ist mit dabei. Wenn Sie möchten, können Sie sich da anmelden, es ist kostenfrei. Die entsprechende Einladung haben wir Ihnen bereits zukommen lassen. Sowie haben wir ja weitere Webinare, die ich Ihnen bereits hier in der Liste aufgezeigt haben. Sowie habe ich eine Poll-Frage für Sie vorbereitet, wie immer. Die möchte ich jetzt eben mal launchen. Und die heißt, wie immer, möchten Sie von uns kontaktiert werden, um weitere Informationen zu erhalten, vielleicht auch zu Promos oder weitere Informationen zu ArcSurf-Themen, was auch immer. Würde ich Sie bitten, eben kurz abzustimmen. Können Sie bitte auf Ja oder Nein klicken. Wenn Sie auf Ja klicken, kriegen Sie von uns entsprechenden Rückruf. Und ich würde Ihnen mal so eine halbe Minute für Zeit geben. Und okay. Dann soweit Ihnen allen vielen Dank für das Feedback. Ich würde den Poll dann jetzt eben schließen. Und ja. Gut. Wir sind auch in der Stunde voll. Ich habe soweit keine weiteren Fragen im Chat sind aufgelaufen. Das heißt, sollten Sie dennoch irgendwelche Fragen haben oder sich die Aufzeichnung anschauen und Fragen haben, können Sie mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an dennis@rockstellerhacksoft.com. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.